Da würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach hinten setzen. Dass ich dann hier nochmal so an einem Abstand lasse, dass dann dass nicht direkt an einem Effektverteiler dran klebt und dass dann das hier wäre. Dann könnte ich das so machen, dass dann der hier da rausgeht und da reingeht. Weißt du? Wäre auch eine Möglichkeit. Dann lassen wir die alle oben rum rauslaufen. Dann können wir die mich hier auch doppelt ziehen. Sprich. Ah nee, können wir nicht. Dann brauchen die ja generell mehr Platz hier. Wenn ich jetzt so machen würde. Ja gut, dann müssen die ja trotzdem viel, viel weiter nach hinten stehen. Dann hätten wir halt wieder hier zwischen übelst viel Platz. Kommt dann aufs Gleiche. Och. Junge, Junge, Junge. Das ist nicht simpel auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich bevorzuge schon fast die erste Möglichkeit, wenn es hier oben Input und da Output ist. Das finde ich schon fast irgendwie schicker. Als wenn ich jetzt hier eine dicke, fette Input-Linie wieder lege, dann hier die ganzen Blöcke habe, dann habe ich jetzt aber wieder so viele Fließbänder wie hier, habe ich hier dann auch wieder hier stehen. Sogar doppelt. Weil die erst Input und dann wieder Output haben. Das heißt, ich hätte diesen Block hier, den ganzen, doppelt hier. Das wäre ja absolut hässlich. Nee, lass mal. Nicht so eine gute Idee. Heißt, das kann ruhig weg. Dann müssen wir den so nutzen. Ist ja auch okay. Dann wird der mich dann doch so gebaut. Natürlich nicht so. Sondern... 1, 2, 3, 4, 5. So. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, warte mal. Das sind ja nur 5. 1, 2, 3, 4. Passt das hier auch? 1, 2, 3, 4. Ein Abstand. Nee. Hab ich da auch verkackt, ne? Ach. 1, 2, 3, 4. Dann das Ding. Hier auch. 1, 2, 3, 4. Dann das Ding. Ja, so ist gut. Ziehen wir mal eben ganz was durch. Bis dahin ist erstmal okay. Jungle of Love ist auch gut. So, und hier geht dann der runter. So, der geht dann damit raus. Wunderbar. Hier könnt ihr in die nächste Reihe. Da kommt dann die Reihe. Scheiße. Gar kein Problem, gefixt. Nice. Eben manuell ziehen, so. Dann kommt hier nochmal eine rein. Dann haben wir die vierte im Bunde. Und rüber. Und lassen die letzte, die wir aufgreifen. Wunderbar. Zack. Und zack. Und der geht bis zurück zum Anfang. Und das machen wir hier natürlich auch. Und damit haben wir eine vollständige Ofenreihe. Das sieht doch schick aus, oder? Finde ich. Und da machen wir jetzt natürlich logischerweise noch ein paar mehr von. Das sind jetzt 6 Stück, die ich berechnet habe, oder? Ja. Okay, dann muss das natürlich weg. Ist klar.
Dann kopiere ich mir den ganzen Scheiß hier kurz, weil es nämlich groß. Und da wir die eh nicht doppelt nutzen, die Effektverteiler, muss ich das sowieso als Blueprint immer so nehmen. Ist natürlich dann deutlich teurer, was Effektverteiler angeht, aber ist halt insgesamt einfach schöner, finde ich. Ist für die Ästhetik des Ganzen auf jeden Fall hilfreich. So. Ofen. Anlage. Dann ganz kurz gucken. Habe ich jetzt zweimal? Die kleine brauchen wir natürlich nicht, ne? Habe ich nicht gespeichert? Ich will nur nochmal nachgucken, nicht, dass ich jetzt die Scheiße baue. Das wäre mich brutalst ärgerlich. So, und die können wir jetzt oben anbauen. Jetzt haben wir alles bedacht, ne? Ach du Scheiße. Ja, das habe ich nicht bedacht. Dann ist ein bisschen fett hier. Nee, warte mal. Aber es passt auch gerade so noch hier rein. Ne? Guck mal, wo meine Maus ist, ey. Ganz rechts am Bildschirmrand. Holy shit. So wäre direkt dran mit einem Abstand. Habe ich schon bedacht mit einem Abstand? Super smart. Dann ist da richtig. Bom, Junge. Dann kommt die nächste. Direkt daneben. Da brauche ich jetzt 12 Stück von. Okay. 2. Ja. Ja, das ist richtig, ist richtig. 3. 4. 5. 6. Sieben, acht, neun. Ach, ist doch belastend hier mit dem scheiß Wald. Ich geh mir jetzt Granaten holen, ist mir zu doof. Ich hing da gerade komplett fest, ich kam nicht weiter. Ja, die Wälder hier sind halt echt dicht. Also, teilweise so dicht, dass du nicht mehr laufen kannst. Man kann sich zwar immer noch irgendwie ein bisschen durchwobbeln, aber das ist teilweise echt schwer. Hallo. Ja, das meine ich. Ah. Lass mich durch hier. Verdammt nochmal. Kleines Mini-Gefängnis, ey. So, mehr Granaten. Brauche ich auch noch mehr Klippensprengstoff? Ah, ein bisschen wäre schon nicht schlecht. Ja, guck mal, lol. Hätte ich vielleicht mal früher machen sollen, ne? Das ist ja brutal. Nehmen wir mit, ne? Bietet sich so schon an. Noch mehr Shotgun-Munition wäre auch nicht schlecht. Einmal kurz auffüllen hier. Zack. Und Granaten wollte ich holen. Da brauche ich noch irgendwas? Nee, ne? Ich laufe gerade irgendwo hin. Ich weiß nicht mehr, was ich machen wollte. Aber Granaten. Safe. So, die haben wir immer hier. Nehmen wir alle mit. Der Wald muss weg. Wobei der Wald auch... Naja, die Wälder. Alle Klippen hinfort. Wir sind hier in Deutschland, da gibt es nicht so viele Klippen. Bestimmt schon, aber da wo ich wohne nicht. Oder? Na, vielleicht schon, ich habe keine Ahnung. Das ist auch wieder so ein richtiges Premium-Lied gerade, sagst du? Was ich halt nicht mag, ist, wenn die Lieder halt wirklich so klingen, als hätten sie die ganze Zeit nur diesen gleichen Kackton drin und nichts anderes. Das ist doch nicht euer Ernst, Mann.
Weißt du, manchen Liedern ist das ja ganz cool. Aber wenn man es gut verpackt, hört man das doch meistens nicht so. Aber wenn du 20 mal den gleichen hohen Ton einbaust, hintereinander, was denkst du dann? Ist dann die logische Schlussfolgerung, ah ja, machst du die 20 gleichen Töne, einfach nochmal, ach nee, was soll's, machst du das ganze Lied über, 700 mal den gleichen hellen Ton, einfach hintereinander, die ganze Ding, 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 und machst darum, außenrum halt noch, von mir aus irgendein Lied, aber dieser eine Ton, dieses Ding, 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 Ding durchgehend, das fällt auf und das ist nervig. Ich weiß nicht, warum manche das so gerne mögen, aber es ist... Weiß ich nicht. Es ist doch einfach nur... nervig. Weißt du, wenn es bei einem Bass oder so im Hintergrund ist, das ist was anderes, weil das halt eher Hintergrund dann ist. Und wenn es so ein heller Ton ist, gerade bei 8-Bit-Musik ist das viel, dann ist es halt sehr auffällig und nervig. Also sorry, aber WTF, Leute. Oh, Steine. Mmh. Lecker. Mache ich hier eigentlich? Ich muss hier doch gar nicht hin. Noch nicht. Ah, egal, komm, muss auch weg. Ob jetzt oder gleich, ist ja egal. Den habe ich gesehen, den Baum, den einzelnen. Ich hasse diese abgestorbenen Bäume hier. Die sind echt der Schmutz unter den Bäumen, ey. Wie viele Steine hier sind, lol. Ich wollte eh gerade ein bisschen Munition loswerden, ne? Mein Gott. Vor allem so viel Steine für so wenig Landaufschüttung. Ist es immer noch so lächerlich? Ah, das waren schon wieder 80 Granaten. Okay. Yep. Ich meine, ich gehe jetzt doch gerade nicht sparsam mit den Dingern um, ja, aber ganz ehrlich, wir haben die auch unendlich, also was soll's. Einzige, was ich machen muss, ist wohl öfter laufen, aber hey, da bin ich ja gewohnt. Man spart nur dann, wenn man es muss, ne? Das ist wie in echt. Wobei ich kenne manche Leute, die sind echt übel am Sparen. Wobei ich sagen muss, da finde ich, für mich persönlich teilweise gibt es ja echt Grenzen. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du dir gar nichts mehr gönnst, das hat schon nichts mehr mit Sparen zu tun. Also ganz ehrlich, weiß ich nicht. Das ist also schon irgendwie, aber... Puh, also das könnte ich bis jetzt sowieso noch nie nachvollziehen. Ich bin klar, Urlaub mache ich, hat denke ich mal, jeder gerne irgendwie so, ja? Aber ganz ehrlich, ich kenne Leute... Aus der Ausbildung auch vor allem noch, damals so. Die sind ohne Scheiß teilweise nie irgendwo, die haben nichts gemacht das ganze Jahr über, um einmal für 2 Wochen Urlaub zu fliegen im Jahr. Das heißt, die verzichten auf Sachen in 54 Wochen im Jahr, um 2 Wochen schön zu haben. Puh. Fände ich hart. Und, also ich meine jetzt so, wenn es auch anders geht. Ich hingegen denke mir so, ich gönne mir hier einen Film, da mal ein neues Spiel, mach mir das da vielleicht, ich gehe vielleicht hier mal irgendwie mit meiner Familie bowlen oder so, oder mit ein paar Freunden. Ich gehe vielleicht hier mal dann irgendwie das und das machen, als es noch ging, dann hier nochmal Kirmes oder so, weißt du? Einfach mal hier und da was gegönnt so. Weil ich mal denke, ganz ehrlich, dafür gehe ich noch arbeiten. Dann soll ich doch lieber, sage ich mal, jede Woche einen Tag geil, als Beispiel, als im Jahr 2 Wochen geil. Weil rein rechnerisch habe ich so ja, ne, logischerweise 56 Tage geil, während die anderen 14 Tage
in dem Sinne richtig cool haben. Dafür an allen anderen Tagen übelst verzichten müssen. Ich weiß nicht, sowas. Das könnte ich irgendwie nicht, ne? Ich meine, dafür muss ich halt auch zugeben, verzichte ich halt auch sowas wie zum Beispiel. Ich fliege jetzt nicht jedes Jahr nach New York oder so, weißt du so. Ganz krass finde ich, ich sage jetzt mal nicht, welche Person es ist. Ja, ich gehe auch mal davon aus, dass diese Person das niemals irgendwie hören wird, weil die. Was ich übrigens auch faszinierend finde, in den 20ern oder so ist, ja, oder Anfang 30 höchstens, aber ich denke mal eher an den 20ern, Ende 20er. Aber es nicht geschissen kriegt, irgendwas mit dem PC, Internet, Handy oder sonst was zu wissen. Die ist da teilweise schlimmer als ein 80-Jähriger. Aber egal. Diese Person zum Beispiel ist, ich sag mal, aus einer nicht gerade so. Ich sag mal so, sie ist aus einer Familie, die schon ein bisschen mehr Geld zu verfügen hat. Und die zum Beispiel fährt ungelogen im Jahr 10 bis 20 Mal in Urlaub. Ich meine, gut, wenn man es kann, cool, ne? Aber dann, als Gegenargument ist diese Person auch die erste Person, die dann sagt, wenn andere in Urlaub fahren, was, du fährst in Urlaub? Also nee, das ist jetzt ja eigentlich nicht so schön, ne? Wo ich mir dann denke, so, ja, Kumpel, oder Kumpeline, du gehst 20 Mal oder so im Jahr, meckerst aber, wenn andere einmal gehen. Doppelmoral ist hart am Schlüssel da, ne? Oder auch geil, kennt ihr diese geilen Twitter-Accounts, die dann raushauen, heutzutage sind alle nur noch so Smartphone-süchtig, aber 20, 30 Tweets pro Tag raushauen. Sowas finde ich auch mal gut. Generell Doppelmoral ist ja immer das Beste, so was irgendwie so sieht, gerade auf den sozialen Plattformen. Ich hasse Doppelmoral wie die Pest, ne? Oh, da sind noch mehr Bäume. Ich könnte kotzen, Alter. Also ich muss es noch zugeben, jetzt langsam habe ich gerade tatsächlich keine Lust mehr auf Holz hacken. Also ganz ehrlich. Wird mir schon fast ein bisschen zu viel gerade. Was seid denn hier? Ach, ihr seid zum Abschuss freigegeben. Klar. Ich hab mich gerade gefragt, warum ist hier drin rot? Wie gern das denn? Geht doch gar nicht. Machen wir ihn weg. Kostet ja nichts. Jetzt, wo ich genug Sprengstoff habe, ist das auch egal. Ach, sind keine Steine. Nö. Denn früher oder später muss das ja eh alles weg hier, ne? Wenn ich ja schon mal dabei bin, ne? Warum nicht? Wo wisst ihr, was ich auch gerade mache? Mega geil. Ich gucke gerade alle Harry Potter Filme nochmal durch. Das macht vielleicht Spaß. Weil man einiges vergessen hat. Ich sag's euch, mega geil. Würde ich euch auch mal empfehlen. Aber so Filme, die ihr vielleicht so seit irgendwie 5 oder 10 oder 15 Jahre so nicht mehr gesehen habt. Gönnt euch die einfach mal. So gerade sowas wie Fluch der Karibik, Herr der Ringe, Harry Potter. Sowas kann man sich immer wieder so alle paar Jährchen mal geben. Ist immer wieder geil. Gerade sowas wie Herr der Ringe. Ach, göttlich. Ohne Witz. Immer noch eine der besten Filmtrilogien, die ich kenne. Wenn nicht sogar die beste Filmtrilogie. Also von Filmtrilogien sogar ziemlich sicher. Aber generell von Filme her finde ich das eigentlich auch schon. Das ist schon doch ziemlich strong, though. Ist schon echt geil. Ich laufe gerade übrigens nur durch, damit sich die Karte hier aufdeckt. Nicht wundern. So. Wie viel hatte ich? 9, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passt. Ja, und du bist schon rausgeflogen. Die Stimme ist absolut zum Kotzen.
9 und ich brauchte 12. Das ist gut. Dann haben wir jetzt 10. Was, großer Felsen? Ach, Schmutz hier, was ist das denn? Kackfelsen oder was hier? Was soll das denn? Kommen wir denn da hin? Und so was kommt mir hier nochmal in die Quere durch, ich glaube, Takt. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Das ist noch ein Felsen. Alter, wie viel Natur hier ist. Das ist auch wieder so. Jetzt ohne Witz, hört mal einfach hin. Die spielen den gleichen, exakt gleichen Tongang so 10-mal hintereinander ab. Weißt du, das kannst du machen, wenn es ein Bass, irgendwie so ein Bass im Hintergrund ist. Oder wenn es irgendwie Schlagzeug oder so ist. So, weißt du, sowas, was eher eine Supporterrolle, sag ich mal, übernimmt, ja? Aber wenn es so krass im Vordergrund ist, dann mach doch so einen Scheiß nicht, Mann. Das fällt dann nur negativ auf. Ich verstehe das nicht. Das ist in so vielen Liedern drin. Zum Kotzen. Ganz ehrlich. Das finde ich so traurig auch einfach. Weil, das, ich meine, das muss doch dem Macher des Liedes auch eigentlich selber auffallen, oder nicht? Jetzt mal ohne Scheiß. Da reg ich mich jedes Mal drüber auf, aber es kann doch nicht sein. Wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Scheiße baue, ja, dann fällt mir das doch auch auf. Früher oder später, so, weißt du? Ich kann es nicht nachvollziehen. Oh Mann, ey. Ich meine, das gibt es ja in allen Bereichen so, ja? Dass es da Leute einfach total ineffizient sind oder generell einfach nur irgendeine Scheiße machen, aber dann irgendwie so einer Fachrichtung sind, ja? Wie oft ich bei mir in der Ausbildung Leute hatte, ja, Lehrkräfte und sowas auch vor allem, wir hatten einen Wirtschaftslehrer absolut nicht zu gebrauchen. Ja? Das Einzige, was er gemacht hat, ist kein Witz, reingekommen, Arbeitsplätze hingelegt, ja, mach mal die, das Arbeitsblatt fertig. Und das war's. Oder auch Klassiker. Rein, Fernseher an, fertig. Ja, ab und zu ist das mal ganz geil. Ja? Gerade so nach Prüfungsphasen oder so ist es ganz cool, wenn mal irgendein Lehrer sagt, okay, komm, gucken wir uns mal einen Film an. Aber wenn ein Lehrer sich nur auf Film oder so basiert, das ist echt, ehrlich gesagt, eher peinlich als cool. Es gab zwar immer Leute, die das gefeiert haben, die das immer richtig cool fanden. Ich sag mal so, ich find's eher traurig, wenn der Unterricht nur aus sowas besteht. Weil ich mir halt denke, Kumpel, du hast das studiert, um das zu unterrichten. Dann wirst du doch bestimmt auch irgendwie, keine Ahnung, das beibringen können, oder nicht? Weil du hast es ja anscheinend, müsstest du es ja verstanden haben. Und dann schieben die da so einen Fernseher rein, so, ja, Wahnsinn. Inkompetent ist Fakt, dann, oder was? Weißt du, das ist generell so ein Ding bei der Schule. Das ist ja, fand ich auch mal ein bisschen kacke. Es basiert nur auf Auswendiglernen. Das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Und so als Vergleich, ja? Die YouTube-Kanal Dinge erklärt oder auch 100 Sekunden Physik oder sonst irgendwas. Oder die ganzen Sachen, die so wissensbasiert sind in diese Richtung. Die haben das drauf. Alter, das ist auch schon wieder so ein nerviges Kackding, Mann. Weißt du, die... Ja, du guckst es an und du hast es teilweise nach ein, zwei Mal gucken, spätestens dann verstanden. Und es macht Spaß zu lernen. Weißt du? In der Schule, teilweise die einfachsten Themen, übel eklig. Ich hatte ohne Scheiß in der, ich meine, 5., 6. und 7. Klasse Zweiten Weltkrieg. Jedes Mal wieder neu, weißt du? Erstmal hat man sowieso nie was gerafft, die Namen konnte man sich nicht merken, die ganzen Aktionssachen, wo die passiert und wie, wir haben es immer so sehr ausführlich gelernt, was ja schon mal eigentlich nicht schlecht ist, aber total langweilig. Und, warte ganz kurz gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, habe ich immer noch nur 9? Ah, lol, ich hatte jetzt schon einen platziert, okay. Weißt du, dann hast du... Heilige
Heilige Scheiße, Junge. Nee, nee, ich hab irgendwas weggemacht. Scheiße. So. 9. 10. 11. 12. So. Ich muss mal ganz kurz das da geteilt durch. Ich muss mal ganz kurz 12 mal 6 rechnen. Das müsste ja dann eigentlich sind 72, also 2 brauchen wir noch. Okay. Dann kopiere ich mir, ja nicht so, ganz kurz die hier, weil 2 fehlen es noch. So. Das wäre dann für unser Eisen auf der rechten Seite. Jetzt wisst ihr, was ich meinte mit der Input sieht zwar gigantisch aus, ja, im Vergleich zu allem anderen so. Aber das war nur der Anfang. Ja, das hier ist jetzt nur für Eisen. Auf der einen Seite, das kommt da nochmal. Darunter kommt dann noch Kupfer und alles. Ja, das ist halt insane. So, aber zurück zum mein Gott, warte mal ganz kurz. Was ich sagen wollte, ja? In der Schule hast du dann, habe ich das dann gehabt, gerade mit Zweiten Weltkrieg. Du konntest dir nie was merken, das war dann auch gerade für Prüfung und so. Ja, eher nervig, weil er so, ja, okay, man hat halt die Prüfung auch irgendwie geschafft und so, alles. Ich auch tatsächlich immer mit einer 1 oder 2, ne, bei einem Thema ich mit einer 3 gehabt. Ansonsten fand ich, das war eigentlich alles machbar, aber hast danach nie wieder gemacht, also auch nie wieder interessiert für. Seitdem ich Spiele spiele und gerade sowas wie Company of Heroes und sowas gespielt habe, Junge, hab ich viel mittlerweile von Wissen am Zweiten Weltkrieg. Ich weiß jede einzelne Offensive. Ich kenne sogar teilweise die Division auswendig. Ich weiß ganz genau, wo was passiert ist. Auch dank Serien von Band of Brothers, diversen anderen, einfach ganzen Konsumdinger, die meistens das dann auch interessant halt logischerweise gestalten. Jetzt nicht nur Unterhaltung, sondern auch wirklich Wissensdinger. Wie gesagt, wie sowas wie Dinge erklärt. Also kurz gesagt, sowas wie halt auch in Englisch ist ja auch in a nutshell und sowas. Einfach genial. Nee, aber das war jetzt auch nur so eine kleine Nebenanekdote. Vielleicht fällt mir beim nächsten Mal ein schöneres Thema ein. Nee, habe ich auch nichts zu sagen, weil ich höre jetzt hier erstmal auf. Die 4 Stunden habe ich wieder voll. Mehr sogar ein bisschen. Ich bin weit gekommen, finde ich, tatsächlich. Ich habe hier die ganze Anbindung fertig gemacht. Bin ich sehr zufrieden mit. Muss jetzt nur ein bisschen auf die Landaufschüttung warten. Die müsste aber eigentlich mittlerweile schon ganz gut vorangeschnitten sein, dass wir die Ecken auffüllen können. Und die Öfen haben wir jetzt auch soweit fertig. Die müssen wir nur noch rüber kopieren. Und dann darunter noch Kupfer setzen. Ja. Eben ganz kurz das Markieren in Excel. So, ist gemacht. Gespeichert, das kann ich schließen. Schön. Ja, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal, ne? Lass mich ein Like. Guck mal, es hat nicht nur den gleichen 4-Ton-Takt, sondern sind dann irgendwie wirklich. Das sind dann so 2 verschiedene Takte, die nacheinander abgespielt werden. Plus hier und da mal Vocals drin. Das ist schon allein das im Vergleich zu, wenn du nur 4 Töne hintereinander ballerst, 100-mal angenehmer. Oder nicht? Ohne Witz. Ja gut, Lied ist zu Ende. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Da machen wir dann einfach die ganzen restlichen Öfen hin, machen die Anbindung fertig. Und wenn Zeit ist, noch was anderes. Was genau, weiß ich aber noch nicht, weil das erstmal mein erster Plan ist. Ich denke mal auf jeden Fall, dass wir damit auf jeden Fall mit einer Aufnahmesession gut bedient sind, weil allein die Anbindung hier dran zu machen schon ein bisschen länger dauert. Was zum Vorteil ist, dass wir die hier, durch die Bauweise, die wir jetzt hier haben, das kann ich auch nochmal eben ganz kurz nachprüfen gehen, ist jetzt gerade kein Lied an, aber ist auch nicht so schlimm. Kann ich auch eben kurz so machen. Die sind ja alle direkt im fliegenden Wechsel, die Fließbänder. Was den extremen Vorteil hat, dass wir Input gleich Output einfach im Wechsel machen. Sprich, ich mach's einfach mit dem ersten, machen wir's einfach mal. Die gehen da rein. Der natürlich auch, ne? Nicht zu vergessen. Die gehen dann, sagen wir mal, weiter.
Ah, nee, nicht bis dahin. Das war zu weit. Ah, nee, der fliegende Wechsel klappt nicht so, wie ich das vorgestellt habe. Scheiße. Weil die sind jetzt natürlich hier. Ich habe mir jetzt natürlich gedacht, klar, logischerweise, die können wir jetzt dann hier lang schieben. Eigentlich ja ziemlich gut, oder? Habe jetzt über eine Sache nicht von danach gedacht. Die müssen wir ja dann doch kreuzen. Schade. Aber im gewissen Rahmen, oder? Dann können wir ja so hingehen. Die vier so kreuzen, das müssen wir halt situationsbedingt gucken. Dann ja, machen wir beim nächsten Mal eh alles ein bisschen genauer. Ich mache jetzt nur mal ganz kurz den ersten Anfang und das Prinzip davon zumindest einmal getestet ist hier, nö. So, und den Rest, den machen wir dann. Da. Die würden dann da durchlaufen. Ne? Jetzt natürlich diese Scheiße. Der müsste mich dann darüber. Das kannst du aber vorher nicht wissen. Das ist belastend. Da müssen wir beim nächsten Mal echt gucken, wie wir es bauen, weil so ist ja ein bisschen scheiße, ne? Mit blauen Tunneln wäre es gar kein Problem, da könnten wir es alles easier machen. Da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Da hätten wir eigentlich einen Ofen hinten weglassen müssen. Wobei, nee, passt schon sogar eigentlich ganz gut. Dann hätten wir nämlich rein theoretisch hier nur vier gehabt und da nur vier gehabt. Hätten wir die so locker kreuzen können. Nee, hätten wir nicht. Das ist ja hier schon einer mehr. Dann hätten wir zwei Öfen wegnehmen müssen, dann wäre komplett scheiße gewesen. Ja, müssen wir gucken, wie wir es lösen. Aber so das Prinzip ist klar, ne? Die tauschen sich natürlich halt mit denen aus. Das heißt, die gehen alle rein. Aber die gleiche Breite an Fließband dann bleibt, weil die kommen dann wieder als Platten raus, ne? Das gleiche machen wir natürlich da unten auch. Das heißt, die müssen sich eh nochmal ein, zweimal hier kreuzen. Das wird schon alles, ja? Das ist alles ein bisschen kompliziert, aber das kriegen wir schon alles hin. Eigentlich müssten wir auch die ganzen Output-Dinger nach hinten weglaufen lassen und die dann hier wieder reinschieben. Aber das ist dann erstens noch breiter alles. Es wird schon passen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Rein. Tschüss.